Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten, liebe Zuschauer. Auf einen gemeinsamen Nenner für ein Zukunftskonzept am Gründen konnte man sich bis jetzt ja nicht einigen. Im Januar gab es einen neuen Vorschlag für den sogenannten sanften Tourismus. Aber wie bewerten die beteiligten Gemeinden das? Mehr dazu heute bei uns in der Sendung. Außerdem diese Themen. Schlechtes Wetter und kaum Schnee, Skiweltcup in Ofterschwang abgesagt. Nach Sturmtief Sabine, Aufräumarbeiten im Kemptner Wald. Die Vielseitigkeit der Kräuter, Kinder stellen in Kempten ihre eigene Seife mit Kräutern und Düften her. Und das Wetter. Immer wieder Niederschläge, ganz selten zeigt sich auch mal die Sonne, Temperaturen bis zu 4 Grad. Lange haben die Organisatoren abgewartet, lange gehofft, dass das, an dem sie so lange gearbeitet und geplant haben, doch noch stattfinden kann. Jetzt steht es aber fest, der Skiweltcup in Ofterschwang findet nicht statt. Schuld daran, und das muss man dieser Tage ja leider dazu sagen, ist nicht das Coronavirus, sondern der viel zu warme Winter. Bis zum Schluss also Hoffnung, dass sich der Winter zurückmeldet. Diese Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Wie es jetzt weitergeht, hat Boris Weltermann für Sie zusammengefasst. Hallo. Ja, Sie hatten bei uns aufs Band gesprochen wegen Ihren Karten. Genau, ja. Hat sich dann in dem Fall leider erledigt. Ja, gerne. Tschüss. Beim Organisationsteam des Skiweltcups in Ofterschwang ist in den letzten Tagen noch mehr Büroarbeit angesagt als normal üblich. E-Mails beantworten, telefonieren, informieren, Eintrittsgelder zurückerstatten. Eigentlich wären diese und viele andere Mitarbeiter jetzt in den letzten Zügen zur Vorbereitung auf den Skiweltcup am kommenden Wochenende. Stattdessen werden die Platzkarten nicht am Stadioneingang, sondern hier abgerissen. Also ich bin oben im Stadion. Gell? Dominik Fritz ist Generalsekretär und hauptverantwortlich für den Weltcup in Ofterschwang, der jetzt nicht stattfindet. Viel Arbeit hat er mit seiner Mannschaft schon in die Organisation gesteckt, umsonst, wie eine Streckenbegehung des Internationalen Skiverbands jetzt gezeigt hat. Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht, auch sowohl die Mitarbeiter im Büro, also die vielen Helfer, die sich schon darauf vorbereitet haben. Viele Helfer waren auch schon im Einsatz, Ressort- und Bereichsleiter haben unzählige Sitzungen schon hinter sich gehabt. Also sie waren eigentlich so weit, dass wir in die Umsetzung gehen konnten, auf die man sich ja am meisten freut. Aber klar, Enttäuschung ist da, aber leider hat kein Weg daran vorbeigeführt. Für den Freizeitfahrer bietet das Skigebiet genug Schnee. 4 Talabfahrten sind geöffnet, aber für ein großes Sportereignis reicht das hier nicht. Ja, Schnee ist ausreichend da, allerdings nicht für Präparierung für den Weltcup, weil wir dort einfach erheblich mehr Breiten brauchen, Sturzräume brauchen. Und das ist leider nicht gegeben. Und so mussten wir letzte Woche schweren Herzens die Entscheidung fällen, dass wir den Weltcup nicht durchführen können. Nicht nur für den Spitzensport, auch für den normalen Skibetrieb ist dieser Winter eher schlecht. Zumindest hier in Ofterschwang hat es wenig geschneit und es war oft zu warm. Das Wetter hat es nicht gut mit uns gemeint dieses Jahr, sagt Bergbahnchef Hans-Peter Schratt. Die zwei Tiefs, die da gekommen sind, einmal die Sabine und die Bianca sozusagen, die haben uns natürlich sehr viel Schnee gekostet. Und dann die sogenannte Inversionslage, also oben wärmer als unten in Sonthofen. Also der größte Unterschied war in Sonthofen minus 7 Grad und bei uns am Berg oben plus 12 Grad, also fast 20 Grad Unterschied. Das war schon sehr extrem dieses Jahr, so in der Form hatten wir das noch nie. Gut, letztes Jahr hatten wir einen sehr, sehr guten Winter, für uns als Bergbahn den besten Winter aller Zeiten. Und jetzt haben wir einen nicht so guten Winter, es wird auch wieder anders werden, denke ich. Finanziell wird den Organisatoren und auch der Gemeinde der ausgefallene Weltcup nicht um die Ohren fliegen. Da springen Versicherungen ein. Und auch die Besucher, die schon Karten gekauft haben, gehen nicht leer aus. Die Eintrittspreise werden zurückerstattet. Einen Ersatztermin für die ausgefallenen Rennen des Ofterschwanger Skiweltcups gibt es in diesem Jahr aber nicht mehr. Leider nicht. Also die FIS hat auch leider keinen Ersatzort für uns gefunden. Und auch wir haben keine Möglichkeit, die Rennen nachzuholen. Das heißt, wir müssen einfach auf den nächsten Weltcup schauen und dort wieder alles geben, dass wir gute Rennen abwickeln können.
Nächstes Jahr ist die nordische Ski-WM in Oberstdorf das Allgäuer Wintersport-Großereignis. Der nächste Weltcup mit Slalom und Riesenslalom in Ofterschwang ist für das Jahr 2023 geplant. Dann heißt es wieder viel hoffen und viel Arbeit und dann hoffentlich aber an der Piste und nicht so viel im Büro. Ja, und auch wir können nur noch einmal um Entschuldigung bitten bei Ihnen, liebe Zuschauer, die bei unserer Kartenverlosung zum Ski-Weltcup mitgemacht haben. Vielen Dank fürs Mitmachen und für Ihr Interesse. Strom- und Zugausfälle, Feuerwehreinsätze, Sachschäden und mehrere Verletzte. Orkantief Sabine hat in Bayern Anfang Februar für erhebliche Beeinträchtigungen gesorgt. Das Allgäu ist davon größtenteils verschont geblieben. Anders sieht es im Kempner Wald aus. Hier hat der Sturm mit mehr als 140 Stundenkilometern zahlreiche Bäume entwurzelt. Waldbesitzer und Förster sind jetzt gefragt, denn der Wald muss wieder fit für den Sommer gemacht werden. Wir waren im Kempner Wald und haben uns die Aufräumarbeiten angeschaut. Hier im Kempner Wald bei Betzigau zeigt es sich deutlich. Der Wald leidet massiv. Förster Sebastian Neubauer ist unterwegs, um Sturmschäden zu sichten. Geschätzt 30.000 Bäume wurden hier von Orkantief Sabine umgerissen. Jeder Baum, den der Revierleiter markiert, muss weg. Also wenn man das jetzt komplett so, wie es wäre, unaufgearbeitet liegen lassen würde, ist es mit Sicherheit absehbar, dass man eine große Borkenkäferkalamität bekommt. Also der Borkenkäfer wird sich in das liegende Holz einbohren, sich dementsprechend vermehren. Es wird zu einer Massenvermehrung kommen und dann eben auch das gesunde stehende Holz befallen. Und das Ergebnis wäre wohl in Richtung Herbst diesen Jahres viele, viele braune Bäume mit roten Kronen und abfallender Rinde, die dann tot im Wald stehen würden. Um das zu verhindern, muss auch jetzt im Winter schon auf Hochtouren gearbeitet werden. Ein sogenannter Harvester trennt die umgerissenen Bäume von ihren Wurzeln, entastet und schneidet sie. Die Baumstämme werden dann mit einem Rückezug gelagert und später von LKWs in Sägewerke gefahren. Während der gesamten Arbeitszeit sind alle Forstwege und auch die Verbindungsstraße von Betzigau nach Görisried aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das Problem ist einfach, viele Leute halten sich nicht an diese Absperrungen, fahren dann trotzdem mit dem Auto durch oder gehen zu Fuß hin mit ihren Hunden. Und es besteht wirklich akute Lebensgefahr. Also nicht nur von Bäumen, die umfallen, gerade arbeitende Maschinen sind sehr gefährlich. Die Wege sind abgesperrt, es wird umsichtig gearbeitet, aber trotzdem kann man eben nicht auf alles Rücksicht nehmen und immer nur die Augen auf der Straße haben. Und es besteht einfach ein gewisses Risiko. Auch der Wald steht unter Stress. Trockenheit im Sommer, starker Wind und hohe Schneemassen im Winter. Sturmtief Sabine hat vor allem den Kempner Wald getroffen. In dem 2400 Hektar großen Gebiet von Sebastian Neubauer gibt es immer wieder Sturmschäden. Doch Sabine war seit 1990 das schlimmste Ereignis. Die Taktung dieser Ereignisse nimmt einfach immer mehr zu. Es ist eigentlich jedes Jahr irgendwie ein Ereignis, was früher vielleicht alle 20 oder alle 10 Jahre aufgetaucht ist. Und wir kommen gar nicht mehr richtig aus diesem Katastrophenmodus raus. Damit der Wald vor neuen Herausforderungen gewachsen ist, setzt man auf Verjüngung, also einen Waldanbau mit vielen verschiedenen Baumarten. Also wir stehen hier ein bisschen im Vordergrund von so einem größeren Windwurfverhau. Man muss sich vorstellen, die Fläche zieht sich so in die Tiefe. Und man hat hier vor circa 8 Jahren Weißtanne gepflanzt, ganz gezielt. Es kommen Rotbuchen, es wächst Bergahorn, Bergulme, es wächst die Kirsche, die Esche von allein nach. Und wir bekommen einen neuen gemischten Wald aus vielen verschiedenen Baumarten, die alle standortsheimisch sind und irgendwie zur natürlichen Waldgesellschaft gehören. Und das ist eigentlich genau das, was man unter Waldumbau versteht. Einfach wieder Baumarten, die von Natur aus auf diesen Standorten wachsen würden, mehr in den Vordergrund zu bringen. Und weg von reinen Monokulturen hin zu ungleichaltrigen, strukturreichen Wäldern, die hoffentlich Wetterextremen und auch Stürmen mehr entgegensetzen können. Borkenkäfer, Sturm, Trockenheit und Schnee. Kaum mehr ein Jahr, in dem die jungen Bäume ungestört wachsen können. Die Förster sind verunsichert. Was kommt noch? Dieser Jahresbeginn war jedenfalls schon wieder schlecht. Jetzt aber wird nach vorne geschaut und alle Orkanschäden behoben. Das dauert voraussichtlich noch bis Juli 2020. Das Werk DMG Mori in Pfronten bleibt wegen des Corona-Falls auch morgen noch geschlossen. Mehr dazu gleich nach der Werbung in Kompakt. Musik.
Wir leben und atmen Volvo. Seit über 40 Jahren. Wir kennen unsere Fahrzeuge. Das kommt Ihnen zugute. Bei der Vermittlung von Neu- und Gebrauchtwagen oder bei Wartung und Reparatur. Heinz und Marx, Ihr Volvo-Servicepartner in Kempten. Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal bei Metallmichl sind. Ja, was sagst du? Komm du in rostiger Garten auf Betzigau. Nur Gesichtsschutzwände und allerlei rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, euer Metallmichl. Ganz oben, Obertauern. Philipp ist einfach clever. Denn er weiß, wenn er jetzt Präg, Strom oder Erdgas bestellt, spart er 5 Cent beim Tanken. Mit der Präg Clever Card. Einfach auf www.präg-clevercard.de gehen, zu Präg wechseln und sparen. Präg, wir verstehen Energie. Gültig für maximal 1000 Liter Kraftstoff an ausgewählten Präg-Tankstellen. Vertragsbedingungen auf www.präg-clevercard.de. Erleben Sie exklusives Chalet-Ambiente im Herzen von Kempten. Unser ausgewähltes Sortiment orientiert sich stets an den aktuellen Trends. Residenzboutique Kempten. Ihre Leidenschaft für Mode ist unser Anspruch. Wir feiern 50 Jahre Glücksspirale. Mit der Jubiläums-Sonderauslosung am 7. März. 200 mal 5.000 Euro extra. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Die Maria-Barth-Schule Lindau hat ab dem Schuljahr 2020-2021 einiges zu bieten. Es gibt Jungs an der Schule, einen flexiblen Ganztagsunterricht mit abwechslungsreichen Lern- und Entspannungsphasen, iPads für digital unterstütztes Lernen und zusätzliche innovative Förderfächer. Und nun die Nachrichten vom Dienstag. Ein Corona-Verdachtsfall am Allgäu-Airport konnte nach einer Prüfung durch das Gesundheitsamt ausgeschlossen werden. Am Montag meldete sich ein männlicher Passagier nach seiner Ankunft aus der Hauptstadt von Montenegro bei der Polizei vor Ort und erklärte, er sei möglicherweise am Coronavirus erkrankt. Der Passagier wurde daraufhin unverzüglich im Erste-Hilferaum des Flughafens isoliert. Außerdem wurden sofort die zuständigen Behörden informiert. Nachdem der Verdacht einer Infektion widerlegt werden konnte, durfte der Passagier weiterreisen. Vorsorglich wurden alle betroffenen Bereiche im Terminal gereinigt und desinfiziert. Die im Gemori bleibt weiter geschlossen. Aufgrund der Corona-Infektion eines Mitarbeiters bleibt das Frontnerwerk von DM Gemori auch morgen noch geschlossen. Auch die Ehefrau des 36-jährigen Mitarbeiters hatte sich infiziert. Beide befinden sich aktuell in häuslicher Isolation. Also wir haben beide Patienten in Isolation und die waren beide medizinisch betreut. Wir haben die beruflichen und privaten Kontaktpersonen ermittelt und die wurden jetzt auch getestet. Die Tests sind am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Beide werden medizinisch begleitet und sind auch auf dem Weg der Besserung, muss man ganz klar sagen. Der erste Patient ist nahezu symptomfrei und durch die Isolation und die gute medizinische Betreuung hoffen wir natürlich, dass eine Ausbreitung vermieden werden kann. Trotzdem rechnet man mit weiteren Corona-Fällen im Landkreis. Darauf sei man aber gut vorbereitet. Ein Grund für Panik sehen wir derzeit nicht. Wir sehen auch keinen Grund momentan, die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung einzuschränken in irgendeiner Form. Wir sind da wirklich in enger Abstimmung mit den Ministerien und den anderen Behörden, bevor wir weitere Dinge veranlassen. Zunächst müsse das Landratsamt die Ergebnisse der Kontaktpersonentests abwarten. Die werden voraussichtlich heute Abend vorliegen. Noch keine Entscheidung bei Voith.
Seitens der Geschäftsführung von Voith ist noch immer kein endgültiges Urteil über die Schließung des Werks in Sonthofen gefallen. Das teilte die Betriebsratsvorsitzende Birgit Dolde mit. Laut ihr hätte diese Entscheidung am vergangenen Samstag fallen sollen. Bei dem Termin äußerte sich die Voith-Geschäftsführung aber dahingehend, dass sie noch mehr Zeit für ihre Entscheidung benötigen würde. Am kommenden Freitag soll es nun eine Versammlung des Betriebsrates geben. Ob die Geschäftsführung dann ein Urteil fällen wird, ist aber noch unklar. Im Oktober letzten Jahres hatte die Konzernführung mitgeteilt, dass das Voith-Werk in Sonthofen bis Ende 2020 geschlossen werden soll. Seitdem setzen sich die 500 Mitarbeiter mit verschiedenen Aktionen für den Erhalt des Standortes ein. In Kaufbeuren ist es zu einem Fehler bei der Zustellung der Wahlberechtigung für die Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl am 15. März gekommen. Laut einer Mitteilung der Stadt Kaufbeuren wurden in der Labauer, Gürtler und Neudorfer Straße sowie in der Neuen Zeile keine Wahlbenachrichtigung zugestellt. Wie es dazu kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden mittels einer Wurfsendung informiert. Soweit die Nachrichten von heute. Jetzt gibt's noch das Wetter. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht wird es bewölkt. Bei Temperaturen zwischen minus 1 Grad bis minus 3 Grad kommt es im Allgäu zu leichten Schneefällen. Morgen Vormittag bleibt es in der ganzen Region bei 4 Grad bewölkt. Im Ostallgäu kann es schneien. Am Nachmittag bleibt der Himmel weiterhin bedeckt. Vereinzelt kommt die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad. In den Skigebieten können Sie überall mit Neuschnee rechnen. Es bleibt bewölkt bei Werten bis zu 4 Grad. In Bolsterlang und Ofterschwang wird es mit minus 4 Grad am kältesten. Ab Donnerstag geht es mit Regen weiter. Am Freitag dürfen Sie sich wieder über etwas Sonne und Schneefall freuen. Am Samstag zieht es sich dann wieder zu. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Kein Hexenwerk, Allgäuer Kräutertag. Unter diesem Namen finden im Alpinmuseum in Kempten regelmäßig Kräuterkurse für Kinder statt. Die Kinder sollen einen für sie selbstverständlichen Umgang mit den Pflanzen lernen und ein Bewusstsein für die Verwendung verschiedenster Kräuter entwickeln. Im Winter sind natürlich keine Kurse mit Kräutersuche im Freien möglich. Deshalb konnten die Kinder stattdessen ihre eigene Seife herstellen. Was machst du denn da gerade für eine Seife? Was vermischst du da? Lavendel und rote Farbe. Ich wollte einen Wassertropfen machen, weil ich so gerne schwimme. Ja, zeig mal her, wie sieht's denn inzwischen aus? So, aber es ist noch ein bisschen weiß innen. Ich mache eine Seife, die so geformt wird wie ein Herz. Hier riecht's jetzt schon sehr gut. Was hast du denn da gerade für einen Duft drin? Zitronella. Zitronella. Warum hast du dich dafür entschieden? Weil ich Zitrone sehr gern mag und ich finde es auch lecker. Was hast du da noch alles in deiner Seife drin? Lavendel und Farbe. Lavendel. Warum wolltest du da Lavendel jetzt noch reinhaben? Weil es so toll riecht. Ich mache eine türkise Seife. Hast du da irgendeinen Duft noch drin oder Kräuter? Zitronenduft habe ich drin und noch Lavendel. Eine kleine Schweinerei ist es schon, eigene Seife mit Öl, Düften und Kräutern herzustellen. Für Kinder also genau das Richtige. Kursleiterin Petra hilft ihnen natürlich dabei. Vor allem beim Seife-Raspeln ist das auch nötig. Die Kinder nehmen teil am Kurs Kein Hexenwerk, Allgäuer Kräutertag. Weil bei der Seifenherstellung selbst die Kräuter etwas zu kurz kommen, hat Petra den Kindern im Vorhinein erstmal einige mitgebrachte Pflanzen vorgestellt. Wir haben Pfefferminze durchgesprochen, Zitronenmelisse, Bohnenkraut, Lavendel. Das sind halt alles Kräuter, die man jetzt entsprechend der Jahreszeit überall auftreiben kann. Die haben auch viele Leute zu Hause. Lieblingskraut von den Kindern heute war Lavendel. Theoretisch kann man alle Kräuter mit einarbeiten. Also du kannst Pfefferminze mit reinnehmen oder Zitronenmelisse. Aber Lavendel war heute, glaube ich, echt der absolute Favorit. Geraspelte Seife, etwas Wasser, Kokosöl, Farbe, Lavendel, Zitronenduft. Eine einfache Methode, eigene Seife herzustellen. Seit 2006 gibt Petra ihre Kräuterkurse für Kinder. Je nach Jahreszeit macht sie ganz verschiedene Dinge mit ihnen.
es bietet sich sehr eine Salbe an, eine Kräutersalbe. Da kann man eine Handwundschrundensalbe mit ganz vielen Kräutern machen, auch von der Wiese eben. Kann man Schafgarbe dazu nehmen, Gänseblümchen, Spitzwegerich. Oder wir machen eine Gründonnerstagssuppe zum Beispiel, ist auch ganz toll, kommt jetzt bald in den Osterferien. Oder ein Brotaufstrich mit den Vitalkräutern im Frühjahr. Dann gibt es einen Wurzeltag, man kann Wurzeln ausgraben und dann bei schlechtem Wetter eben die mediterranen Kräuter in Seifen einarbeiten und dann im Winter, November einen Adventskranz mit immergrünen Pflanzen. Kräuter werden seit jeher in verschiedensten Lebensbereichen angewendet. Das alte Wissen darum ist allerdings im letzten Jahrhundert unter anderem durch die Industrialisierung kaum noch genutzt und weitergegeben worden. Und jetzt so in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren ist dann schon ein richtiger Boom wieder auf die Kräuter zurückzugreifen und auf das alte Wissen. Und was auch interessant ist, man sagt immer altes Wissen, ich meine, unsere Apotheken oder auch die Pharmaindustrie, die greift natürlich auch auf die Kräuter zurück. Man meint immer nur, Kräuter, das ist sowas Alternatives. Nein, die in ganz vielen Medikamenten, die lebenswichtig sind, sind Kräuter eingearbeitet oder Kräuterstoffe extrahiert. Das ist vielen Menschen nur gar nicht so bewusst. Damit es zumindest den Kindern wieder bewusster wird, gibt Petra ihr Wissen gerne an sie weiter. Ihr ist es wichtig, dass die Kinder von klein auf ein Bewusstsein für das entwickeln, was so um uns herum wächst. Warum machst du denn hier mit heute? Ich mach heute mit, weil ich gerne auf das Kräuter Lust hatte. Weil ich ganz gerne was mit Kräutern mache. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe schon mal Kräutersalz gemacht und so einen Kräuterjoghurt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und darum bin ich nochmal gekommen. Weil ich gerne Experimente und so mache und das finde ich sehr cool. Hast du dich denn vorher schon mal mit Kräutern auch beschäftigt? Ein bisschen. Ich bin immer dabei. Ich finde, der Kräutertag ist voll cool und da kann man auch neue Sachen machen. Was hast du denn dann schon so gemacht, wenn du jetzt schon öfter dabei warst? Ich habe Kräutersalz schon gemacht und habe auch bei einem Kräuterkurs mitgemacht, wo man ganz viele Kräuter kennengelernt hat. Also wenn Sie Oregano, Thymian und Rosmarin bisher nur aus dem Gewürzschrank in der Küche kannten, wäre das ja mal eine Idee, es den Kids gleich zu tun und eine eigene Kräuterseife herzustellen. Klingt auf jeden Fall spannend, finde ich. Spannend ist auch nach wie vor das Thema Tourismus am Gründen. Gleich mehr dazu. Allgäu ist für mich Lebensqualität, Allgäu ist meine Heimat und ich sage einfach, wo meine Heimat ist, das sind auch meine Wurzeln. Ich habe hier alles, was ich brauche, grüne Wiesen, Wald, Berge, Wasser. Ja, ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen, um irgendwo zu leben. Da, wo andere Leute Urlaub machen, da wohne ich. Ganz einfach. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Ihre Oase für Körper und Seele im Allgäu. Wir sind spezialisiert auf Permanent-Make-up und Wimpernverlängerung. Ausgezeichnet für höchste Qualitätsstandards. Beauty and Nails in Kempten. Verwöhntermine innerhalb 48 Stunden. Hosp Weine in Markt Oberdorf. Ihr Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. Für jeden Geschmack und Anlass das Passende. Hosp Weine in Markt Oberdorf. Ihr qualifizierter Weinhandel mit Erfahrung. Für jeden Anspruch das passende E-Bike. Wir führen Top-Räder ohne Kompromisse. Welches E-Bike passt zu mir? Wir beraten Sie gerne. Immer Rückenwind. Zweirad Lämmle. Autoankauf Kempten.de. Vom Kleinwagen bis zum LKW. Wir kaufen Ihr Fahrzeug zum fairen Preis. Wir sind Profis für Gebrauchtfahrzeuge aller Art. Testen Sie uns. Denn Fragen kostet nichts. Wir sind Handwerker. Wir suchen nicht nach einem Sinn im Leben. Wir erschaffen ihn. Tag für Tag. Was wir tun, macht uns stolz, geerdet und erfüllt. Wir machen nicht nur ein Handwerk. Das Handwerk macht uns zu dem, was wir sind. Wir wissen, was wir tun. Wir feiern 50 Jahre Glücksspirale mit der Jubiläums-Sonderauslosung am 7. März.
200 mal 5000 Euro extra. Egger Technologie ist Ihr professioneller Partner für Trinkwasseraufbereitung aller Art. Natürlich mit Vollservice. Beratung, Planung, Montage und Wartung. Alles aus einer Hand. egger-technologie.de. Wir sind Ihr professioneller Ansprechpartner in Sachen Neubau, Wohnungs- und Industriebau, Umbau und Sanierung. Wir denken und arbeiten lösungsorientiert. Nutzen Sie unser Know-how. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Bauunternehmung Wassermann. Ihr Partner fürs Bauen und mehr. Auf in den Urlaub mit Reisemobile Oberbayern. Ob Kauf oder Miete, wir haben für jeden den richtigen Caravan oder Wohnwagen. Alles drumherum gibt's im großen Zubehörshop und bei Problemen hilft unsere Werkstatt. Reisemobile Oberbayern in Landsberg direkt an der A96. Kaum ein anderes Thema im Oberallgäu wird derzeit so heiß diskutiert wie die Frage nach der Zukunft des Gründen. Ende Januar ist ein Vorschlag präsentiert worden, wie ein sanfter Tourismus am Wächter des Allgäus aussehen könnte. Inzwischen hatten die beteiligten Gemeinden Zeit, sich mit den Plänen näher zu befassen. Wir haben uns deshalb mit dem Ideengeber sowie dem Tourismusdirektor von Wertach über das Für und Wider unterhalten. Wie sieht der Tourismus der Zukunft am Gründen aus? Eine Frage, die sich sowohl die Betreiber der Gründenlifte, aber auch Bürger sowie Gemeinden rund um den Berg stellen dürften. Erste Pläne der Betreiberfamilie stießen auf viel Widerspruch. Zu groß seien die Eingriffe, so die Kritik. Der Rettenberger Unternehmer und Projektentwickler Hubert Müller hat deshalb ein schonenderes Konzept ins Spiel gebracht. Es beinhaltet in erster Linie ein Wegenetz über den Gründen in alle verschiedenen denkbaren Richtungen, aufbauend auf bestehenden Wegen. Es müsste nur ganz wenig ergänzt werden. Aber es würde sozusagen aufbereitet und qualitativ verbessert werden. Das Wesentliche ist, dass man das dann ergänzt mit einem Rundbus um den Gründen herum, einem Elektrobus. Natürlich wäre eine Verbesserung des ÖPNV sehr wichtig, aber ich denke, das ist ein bisschen zu kurz gehalten, wenn wir das nur um den Gründen machen. Wir haben eine katastrophale Busverbindung hier von Wertach aus, weil wir an der Landkreisgrenze sind. Es fahren nur teilweise ein Bus fährt am Tag nach Sonthofen, Immenstadt, Füssen. Das sollte alles in ein Gesamtkonzept. Viel grundsätzlicher ist die Kritik aus Rettenberg. Thomas Tanzer, zweiter Bürgermeister von Rettenberg, antwortet auf unsere Anfrage schriftlich: Nach meiner Einschätzung sollte der Architekt eines alternativen Konzeptes sich in erster Linie mit den Inhabern der Lifte in Verbindung setzen und hier versuchen, seine Ideen und Gedanken einzubringen. Und weiter heißt es: Grundsätzlich wäre es natürlich vorstellbar, Teile davon in das Gesamtkonzept zu integrieren, dafür wäre aber das Einvernehmen des Vorhabenträgers notwendig. Unabhängig davon seien die Reaktionen auf die Vorschläge von Hubert Müller aber sehr ermutigend. Wir haben sehr, sehr gute Rückmeldungen aus der Bevölkerung, so viele und so gute, dass wir sie bisher gar nicht alle beantworten konnten und sehen, dass es da sehr gut ankommt. Im Gegensatz dazu ist die Rückmeldung aus den Gemeinden eher spärlich. Der Gründen ist natürlich der Wächter des Allgäus und für das Allgäu sehr wichtig. Und wir sind natürlich schon ein Stück weg. Für uns ist es jetzt rein aus wintertechnisch nicht ganz so bedeutend, weil unsere Gäste überwiegend hier die Lifte in Jungholz, Oberjoch und Tannheimer Tal nutzen. Naturverträglicher, gleichzeitig aber auch interessanter und abwechslungsreicher soll er werden, der Urlaub am Gründen. Zumindest, wenn es nach Hubert Müller ginge. Ich denke, dass wir einfach eine schöne Vernetzung brauchen und dass wir einfach den Gründen so erlebbar machen müssen, dass es künftig dem Gast möglich ist, eine Woche am Gründen zu verbringen, ohne ins Auto steigen zu müssen und dennoch einen sehr abwechslungsreichen Urlaub verbringen kann. Das hat sicher was für und wider, aber insgesamt denke ich mal, dass der Gründen und im Großen Wald schon sehr viele Attraktionen vorhanden sind. Mit dem Waldspielplatz, mit der Erzgrube, mit den ganzen Alpen. Wir haben ja gemeinsam mit Rettenberg, Burgberg auch das Hüttenreich. Also da ist eigentlich schon eine hohe Frequenz. Ich bin mir nicht sicher, ob man das noch unbedingt erhöhen muss. So kontrovers teilweise über die verschiedenen Pläne für den Gründen auch diskutiert wurde, wie es jetzt konkret mit den Plänen von Hubert Müller weitergeht, ist noch unklar. In Buchloe wird eine Brücke zum Wahlkampfthema.
kaum zu glauben, oder? Morgen gibt es mehr dazu. Danke fürs Zuschauen und Ihnen noch einen schönen Abend.